Okay. Feen? Essensgutschein? Was? Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Ich bin ein Tentakel. Geht nicht, das ist hinter Glas. Ich kann nicht, das ist hinter dem... Oh. Geht nicht, das Glas stört. Aber dafür habe ich doch den Hammer. Auf keinen Fall. Das lasse ich besser so, wie es ist. Okay. Rollschuhe und Essig. Jetzt können wir die Batterie bauen. Und wir haben das Kabel für den Zeito bla bla bla. Für den Chronojohn. Gehen wir erstmal wieder zurück zum Chronojohn. Auch in den Keller. Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1, dem allmächtigen Alten, dem großen Vater Purpurtentakel, niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte, ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist! Ihr habt den Mann gehört. Lauft! Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Ihr seid... gruselig. Okay, dann wollen wir erstmal die Sache mit Dings klären. Mit Hoagy. Na, verrückte Katze? So, ich hab schon wieder... Ah! Immer der gleiche Scheiß. So. Hat sich gerade echt ihre Fingernägel so krass gekaut. So. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Okay, so langsam kommen wir den ganzen bisschen näher. Aber jetzt schicken wir erstmal den Essig an Hoagy. Hey Hoagy, nimm das Essig aus dem Klo und dann bringen wir den erstmal zu Dr. Zu Dr. in den Keller. Lauf den Weg bitte entlang. So, rüber zum Haus. Okay. Nach unten. Hier ist Essig für die Superbatterie. Die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Die müssen wir noch irgendwie aufladen dann. Wieso hat er eine Kettensäge? Was hat er da alles? Ein Pfannenwerk? Ein Glasrohr? Wieso hat das letzte Werkzeug ein Geräusch von der Hu- Okay. Das ist alles? Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Oh? Soll das lustig sein? Ja, ein bisschen war es schon. Ich bin sehr beschäftigt. So, jetzt haben wir die Batterie. Sie gehört mir, mir, mir. Die Poweranzeige steht auf Null. So, jetzt müssen wir Ben Franklin finden. Oder den anderen Typen hier, der hier damals die Elektrizitätsgedöns gemacht hat. Yo, Tom. Yo, yo. Thomas. Bis später. Nee, das ist alles doof. Was? Was passiert später? So, wie finden wir jetzt den anderen Typen? Ja, hier hatten wir eigentlich schon alles durch, soweit.
Ich habe nur irgendwann mal ein Bild gesehen, dass er irgendwo draußen ist und Drachen steigen lässt. Oder können wir das Ding durch die Zeit schicken und aufladen? Das braucht keine Batterie. Ich soll meine einzige Chance, hier wegzukommen, verschenken? Vergiss es. Die muss erst aufgeladen werden. Okay. Aber wie? Kaffeegabel, Hamster, Plastikkotze. Und wo kriege ich einen Menschen her? Reden mal mit dem Wächter hier. Ist hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Larven- und Madensalat? Gütiger Himmel! Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für ein Tentakel. Bist du zur Show hier? Ja, das stimmt. Nun, dann viel Glück. Da gibt es ein paar tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Essen für 2 im Tentakelclub. Ah, das ist das, was oben im Dings ist. Hinter der Scheibe. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment drauf aufpassen. Niemand nähert sich ihr, solange ich hier bin. Du bist ein richtiger Fährtenleser, oder? Kaum. Ich kriege sie alle, egal wie lange es dauert. Wir sehen uns. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Ein anderes Mal vielleicht. Besser nicht. Besser du glaubst das. Oh Gott, ist so anstrengend. Wo kriege ich jetzt schon Menschlein her? Tür, Zwinger, Kamin, Bild. Autsch! Geh da weg, das ist mein Job. Das wäre nicht sehr nützlich. Die Rollschuhe, Trichter, Spaghetti, Dosenöffner, Skalpell. Was sollen wir tun? Ach, wir könnten hier einfach mal mit dem nochmal reden. Wann fängt die Show an, mein nichtmenschlicher Freund? Sobald wir in der Halle genug Menschen mit Namensschildern haben. Kann ich das Namensschild auf mir benutzen? Ultramodernes Design. Ich möchte es nicht verschwenden. Das macht keinen Sinn. Ich möchte es nicht da steht, hallo, mein Name ist. Nein, ich mag die alte Farbe. Ich würde ihn lieber nicht schmutzig machen. Das wäre nicht sehr nützlich. Ich bin schon wieder ratlos, ist das anstrengend. So, wir haben schwabbelige Nudeln. Hier haben wir die Batterie fertig gebaut, aber wir haben keinen Strom auf der Batterie.
bei Banner kommen wir auch nicht weiter. Da müssen wir irgendwas machen, damit die blöde Tuse aus ihrem Raum rauskommt. Ach ja, immer das Gleiche. Wo finden wir den Freund? Geh rübs. Na schön. Das hätten wir auch vorher mal ausprobieren können, das habe ich gerade nachgelesen. Tut mir leid. Und das Schild sollen wir zu Ding schicken. Zu Hoagie. Ab nach unten. So, Schild an Hoagie schicken. Weil das voll Sinn ergibt. Hilfe gesucht. Ich habe jetzt auch das Gefühl gehabt, es gibt gar keinen Hinweis, dass wir das so machen sollen. Aber wir kommen ja so langsam Stück für Stück voran. Auf zur Toilette, holen wir das Schild. So. So. Was machen wir jetzt mit dem Schild? Benutzen wir mit Haus. Können wir das vielleicht von hier jetzt ins Fenster stellen? Schild mit Mumie. Ich will nicht. Okay. Na schön, das Schild bringen wir dann mal nach unten. Fleißige Aushilfe. Was ist das? Gesucht. Fleißige Aushilfe? Genie helfen. Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Hey! Was soll ich denn jetzt tun? Was gibt's diesmal? Ich latsch dann mal ein bisschen rum. Tja, dann lauf aber nicht über etwas Zerbrechliches auf dem Weg nach draußen. Okay, und nun? Ich habe keine Ahnung. So, wir haben ja auch soweit alles. Auch nichts mehr. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Alles klar, was machen wir jetzt nur? Wir laufen nochmal blöd durchs Haus. Teilweise ist es echt ein bisschen frustrierend, aber eigentlich will ich auch nicht aufhören. Aber wir sind jetzt auch bald mit einer Stunde mit dem geplanten Stream rüber. George's Bett. Ja, das war die Nummer mit der Fahne hier. Das ist Deckunfug und dann gehen wir nochmal nach oben. Das fährt jetzt vielleicht nochmal was zu sagen. Hi. Du schon wieder. Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Echt, boah. Ich will schon das Spielzeug für die Katze. Das kann ich nicht nehmen. Gehen wir mal raus.
Das ist von einem Bett blockiert. Okay. Ich bin völlig ratlos. Was er braucht, ist eine Heizung. Ich hab hier noch ein Feuerzeug. Hey, das ist kein Spielzeug. Ich will nicht. Das braucht keiner, aber ist wohl ein bisschen... Hey, das ist kein... Ich will nicht. Sauber machen müssen wir den Mantel... Können wir dir den Mantel anziehen? Das wird total abgefahren. Piep. Okay. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Okay. Sie hat ein Skalpell, ob wir damit den Mantel... Oh! Ich habe den frabimatischen Dingsbums für Sie, Sir. Du meinst den frabiestatischen Hochfrequenzgenerator? Ja, genau den. Aber ich habe Probleme, den Numo sowieso zu finden. Des pleumoelektrischen Verstärkers. Versuch es mal im alten Labor im Keller. Dort ist seit 200 Jahren keiner mehr gewesen. Ja, Sir. Der Verkleinerer wird mein krönender Abschluss. Mit ihm bin ich in der Lage, die gesamte Menschheit wegzuschrumpfen. Autsch. So. Hat sie ihn so dabei? Na, ja, schicken wir mal das Skalpell rüber. So, Skalpell in die Toilette. Hoagie ist jetzt, glaube ich, auch wieder ganz woanders, oder? Ja. So, raus wieder. Schön zur Toilette laufen. Ist bestimmt auch unglaublich frustrierend, mich, der Wagen. Er ist total verschmutzt. Ja. Der andere Wagen ist auch total dreckig, der in der Gegenwart steht. Skalpell im Klo? Nee, das will ich nicht schneiden. Okay. Wenn wir da draußen den Wagen haben, aber das Wasser nicht herschicken können. Nehmen wir jetzt mal die Bürste. Ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Aber vielleicht kann man ja den Wagen putzen. Warum auch immer. Die Bürste nichts kann. Zum Sa- Das geht ernsthaft? Warum? Dumm-di-dumm. Warum sollte man auf die Idee kommen, das tun? Das ist geiles Gewitter. Sieht nach einem großen Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Hey, Ben. Hi. Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Zurück zum Zeichenbrett. Was für ein Genie. Er lässt sich von dem... Wir haben doch den Mantel bekommen, der uns zu klein ist. Wo ist er? Irgendwo da oben war doch sein Bett. War nicht das Zimmer, nee. Mittlere war die Schneider-Lady, dann muss das dritte seins sein. Jawohl. Hier. Ich hab hier was für dich, Mister... Mister Superhirn? Jo. Gib schon her. Captain Superhirn. Nimm das. Gehört das nicht jemandem? Nein, nein, nein. Hat ja, er mir geschenkt. Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen. Wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka!
der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Aha. Später Nein, am Tag. Da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Okay. Alles klar, Lasagne. Bis. Hoffentlich. Lasagne. Jetzt. Ups. Hä? Welchen Teil des Wortes jetzt hast du nicht verstanden? Hab ich doch. Na. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Kommt alles du? Klar. Krieg ich hin. Ich hab's. Ich möchte nochmal drüber Wunderbar. Nachdenken, was ist das für eine Option? Jetzt! Ups. Was denn? Ich hab das doch gemacht, ja. Einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ja, ich hab's. Ich hab's. Wunderbar. Jetzt. Ups. Ah, da war noch eine Tasche dran. Sieh mal, es Verdammt. Ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ja, wir kriegen das schon hin. Eben als wir mit der Maus drüber waren, stand da Tasche. Also Wunderbar. Müssen wir da wahrscheinlich noch die Batterie reinstecken. Jetzt! Woo! Yippie! Ja! Er fliegt so seltsam! Du hast es! Bleib so! Er ist zu schwer! Ich kann ihn nicht kontrollieren! Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Renn um dein Leben. Später am Tag, okay? Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein. Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Was? Wünsch mir Glück. Och. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Okay. Der Blitz muss sie aufgeladen haben. Wuhu. Dann gehen wir jetzt mal zur Toilette. Yeah. Boah. Leer. Tja, ich bin fertig. Aber ich glaube, ich muss noch auf Bernhard und Laverne warten. Okay. Dann würde ich sagen, ist das doch ein sehr schönes Ende für den heutigen Livestream von Day of the Tentacle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch das Let's Play, was in den nächsten Tagen dazu kommt. Alle, die beim Live-Let's Play-Gedöns-Stream dabei waren, haben jetzt schon mal alles gesehen, was in den nächsten Tagen für Day of the Tentacle rauskommt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in einem meiner anderen Videos wiedersehen würden und vielleicht auch zum nächsten Livestream von Day of the Tentacle. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bye bye.